Und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Letzimo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Und heute, meine lieben Freunde, möchte ich euch den Citra S415 NF vorstellen, der am 23.12.2017 erschienen ist. Er ist also noch ziemlich frisch. Und dazu noch die Karte Krefrath V3. Die auch eigentlich noch relativ frisch ist. Wir fahren die Linie 848, stehen schon an Angerath Bahnhof und fahren nach Ambach Mitte. Und aber eigentlich so, das Hauptthema soll eigentlich der Citra sein. Also ich habe mir jetzt noch, also gestern schon runtergeladen, aber ihr merkt, ich bin etwas angeschlagen, deswegen habe ich mich gestern direkt nach dem Download erstmal ins Bett gelegt, weil ich konnte nicht mehr. Und ja, den, ich weiß gar nicht, ob es der 415 NF ist, muss ich demnächst mal gucken, das nächste Mal. Aber ungefähr so einer fährt auch bei uns hier rum, vom DB Rheinland Bus. Und es gibt aber leider noch keine Repaints für den hier, das ist ja auch logisch, weil der ist ja jetzt erst seit drei Tagen draußen. Es gibt den einmal in zwei Varianten, ich habe den jetzt mit Außenschwenktür vorne, eine einzelne Außenschwenktür. Es gibt den auch mit Doppeltür, aber dann als Innenschwenktür. Und ja, das Ganze basiert natürlich auf dem Mercedes-Benz Citaro Facelift, O530 Citaro Facelift von Helvete. Den musste man auch dafür nochmal, oder den musste man, den Ordner davon musste man nochmal kopieren. Und praktisch der Mod, das ist praktisch nur ein Mod, der den Facelift abändert, so gesehen. Also die Sounds sind auch dieselben von Morphe. Ist ein 457 HLA, glaube ich, drin. OM 457 HLA. Citra gehört auch zu Mercedes, das heißt, Mercedes-Maschine ist schon realistisch da drin. Und ja, von außen muss ich sagen, der Bus gefällt mir ziemlich gut eigentlich. Auch was ich ziemlich gut umgesetzt finde, sind die Blinker, falsche Seite. Mit den LED hier vorne drin. Auf der anderen Seite auch. Warte, machen wir mal. Zack. Finde ich ziemlich gut umgesetzt persönlich. Sieht gut aus, ehrlich sagen. Und ja, ansonsten, der sieht schon schick aus, muss man sagen. Ja, kann man eigentlich nicht groß meckern. So, gucken wir mal innen drin. Auch hier eigentlich alles soweit okay. Oh, hier hat er die die Haltewunschtaste hat hier oben. Okay. Oh, Tatsache, der hat hier vorne gar keine Stangen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aha. Interessant. Muss man nach oben packen, aber er ist, scheint ziemlich aufgeräumt zu sein. Und was mir hier aufgefallen ist, ja, hier die Schatten, die sieht man ein bisschen. Das sieht man aber wirklich direkt, wenn man hier reinguckt und hier sich ein bisschen umguckt. Dann fällt einem das und das hier auf jeden Fall schon mal auf. Das könnte vielleicht man noch mal besser machen, aber ist jetzt nicht so schlimm, weil man fährt ja hier in der Ansicht kaum. Das heißt, das finde ich noch im Rahmen. Oh, hinten sind auch Außenschwenktüren. Okay. Gut zu wissen. Und hier haben wir einen Küstenberg-Entwerter. Küstenberg müsste heißen. Genau, aber der Innenraum eigentlich auch ziemlich identisch mit dem vom O530 Facelift. Hier hinten dieser Kasten ist, glaube ich, die Entlüftung. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine, es müsste die Entlüftung sein. Der ist aber auch beim O530. So, ich habe soweit schon alles eingestellt. Hier vorne sieht alles genauso aus wie beim Facelift, halt nur wir haben die iBox hier drin. Und wir haben auf dem Lenkrad nicht das Mercedes-Zeichen, sondern das Citra-Zeichen. Ich weiß auch nicht, warum das ein K ist. Also ich bin mich da sowieso immer. K könnte ja für Käsebohrer stehen. Das war auch mal Mercedes-Citra so. Ich weiß es nicht genau. Ja, ansonsten ist ja nichts mehr außer Heizung noch. Hat er die automatische Heizung? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal, wir haben eh normales Wetter. So, Drehzahlmesser haben wir drin. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Bus... Man kann den ja in den Scripts kann man den ja einschalten, aber ich habe es halt bis jetzt nie für nötig gehalten. So, aber sonst soweit alles eingestellt. iBox funktioniert auch natürlich, wenn man die einmal kennt, dann funktioniert das erst rein. Kein Problem. So. Wir fahren die Linie 848 von Angerath Bahnhof übers Ambachtal
über Hallberg Dorfplatz, Rambach Mitte. Und Fahrzeit circa 23 Minuten. Ich denke, das geht in Ordnung. So, in 21 Minuten soll es losgehen. Wir haben jetzt... kann ich wieder nicht einschalten. Wir haben jetzt 15.08 Uhr. Um 30 geht's los, ne? Ja. Das heißt, wir stellen die Zeit mal ein bisschen vor, beziehungsweise machen erst die Hilfsfälle an und dann mache ich mal die Tür auf, damit die schon mal einsteigen können dann gleich, direkt. 30 geht's los, haben wir gesagt. So. Bei der Doppeltür-Variante war auch noch eine WSW Wuppertal-Lackierung dabei, aber Hallo. Ich wollte jetzt einfach mal eintürig fahren. Ich weiß auch nicht warum. Hab ich gerade Lust drauf. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Einmal Motor starten können wir schon mal. Ihr hört ja direkt dann. Hört sich genauso an wie beim Mercedes. Genau das gleiche. So, dann. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte eigentlich den Motor nicht ausmachen. Ich habe mich verdrückt. So, Türe wieder zu. So, ich hoffe mal, dass mit dem Spielsound geht jetzt. Ich stelle den mal auf 20. Das sollte funktionieren. Sieht mal schön, der Drehzahlmesser gefällt mir. Muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ich werde den, wo es möglich ist, auch mal... Ich muss mich da mal schlau machen. So. Was war das gerade? Da war gerade irgendwie... Egal. So. Ich glaube, wir fahren los. Gang rein und Abfahrt. Getriebe ist übrigens ZF Ecomat Getriebe. Finde ich persönlich ziemlich gut. Ah, das war die iVox hier. Die hat gebimmelt, wir sollen losfahren. Machen wir auch, sind wir schon. So, hier ist 30. Die Linie selber bin ich zwar schon mal gefahren, ist aber schon etwas her, weil die Karte ist jetzt auch nicht mehr die ganz neueste. Ich wollte aber sowieso jetzt, da wir Städtedreiecke jetzt soweit abgefahren haben, wollte ich jetzt ewig so mal Krefrath fahren. Ich muss aber was weiter ranrücken hier, sonst habe ich gleich nicht mehr... nicht gleich irgendwie von den Pedalen abgerutscht oder so. Ja. Schöne neue Teile hier, unter... Also hier kann man ja auswählen von Stadt Mitte, was war das, glaube ich, ne? Im Fahrplan meine ich jetzt. Kann man unter Linie auswählen, Krefrath Stadtmitte oder Stadtrand. Und hier, das zählt jetzt zum Bereich Region. Den müssen wir gleich anhalten. Es gibt jetzt auch ein Nachtnetz. Ich weiß gar nicht, ob es das vorher auch schon gab. Das Nachtnetz ist interessant. Das könnten wir auch mal fahren dann irgendwann. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja. Achso. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oder eingefallen, habe ich ganz vergessen. Frohe Weihnachten euch allen natürlich nochmal. Je nachdem nachträglich. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochbekomme. Ich meine, wir haben jetzt schon den zweiten Weihnachtstag und ziemlich spät abends. Wir haben jetzt 7 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis ich das hochkriege. Das heißt, entweder frohe Weihnachten nachträglich oder halt frohe Weihnachten euch allen. Und, ja. So. Also, wie gesagt, die Sounds sind wirklich alle gleich. Also identisch mit denen vom Mercedes Citaro Facelift. Trotzdem muss ich sagen, ist mal was anderes. Gefällt mir der Bus. Ich meine, wem der Facelift gefällt, gefällt der hier wahrscheinlich auch. Wie gesagt, eigentlich das einzige Mängel ist halt diese Schatten hier. Schön. Da könnte man nochmal dran arbeiten. Und, die...
Nummernschilder sind auch über das Repaint gesteuert, wie bei dem Facelift auch, glaube ich. Das Facelift? Ich meine ja. Das könnte man theoretisch gesehen auch ändern, damit man die sich selber anpassen kann, weil auch bei WSW Wuppertal ist die Lackierung einfach von Wuppertal übernommen. Das ist irgendwie nicht so schön. Wenn man dann mal auf Gladbeck oder so fährt, hat man dann auf einmal Wuppertal am Nummernschild stehen. Ist ja dann auch nicht gerade das Beste. So, 50. Hier müssen wir dann mal anhalten. So. Waren alle, oder? Ja. Weiter geht die Fahrt. Ich muss mal meine Pedale was weiter nach hinten schieben. Ich verkrampfe mir gleich sonst meinen Fuß beim Bremsen. Das ist irgendwie nicht so prickelnd gerade gewesen, diese Lage von meinen Pedalen. Oh, wir sind schon eine Minute zu spät. Was ist denn, jetzt los? Meine Güte. Das ist nicht gut. Ah, doch. Jetzt sind wir wieder zu früh. Alles klar. Komisch. Egal. Eine Minute ging ja noch. Da ist eine Ampel. Das ist auch gut. So. Hallo? Ich weiß gar nicht, ob ich die Kollisionen anhab. Hui, das wäre aber dann knapp gerade gewesen. Mit dem Spiegel. Ist hier 60? Ich weiß gar nicht, was hier ist. Nee, ist egal, ich muss hier eh rein. Ui, das war ein bisschen schnell. Mich habe ich mich verschätzt. So. Einmal alles reinspaziert, bitte. Da geht's. Hier war 30er Zone, Mist. Nächste Haltestelle, Eselstein. So. Kann man auch vorbeifahren, hier möchte auch niemand mit, niemand rein. Also Leute, ich muss mal kurz gucken. Ich weiß nicht, ob der... Doch, okay. Aufnimmt, denn ich hatte gerade eben kurz gemutet. Der fällt ja auch gut. Ist ja gut, ich dachte, von da kam auch keiner. So, und jetzt können wir fahren. So, hier ist aber... Oh, hier ist wieder 30. Aber wegen der Kurve, aber nee, das geht das gut. Ja, meine Fresse. Hier ist 30, nicht 20.
Meine Schnauze. Fahren hier mit 20 rum. Hier ist 30, Kollegin. Am Bachtal. Möchte jemand mit? Niemand raus? Alles klar, weiter geht's. Ich glaube, das war die Strecke, die ich letztens mit dem MINUL gefahren bin. Kann das sein? Ja. Endlich mal wieder Schaltwagen gefahren. Weil ich da Lust zu hatte. Halbe Höhe. Eine Minute zu spät. Meine Güte. Was ist jetzt los? Guten Tag. Ja gut, wenn die mit mir, wenn die vor mir mit 20 rum eiern, dann ist das schon verständlich. Oh, hier ist 80, dann kann man gut auf die Tube drücken. Und 30. Ne, 50. Aber da ist 30. Okay, mit den... Die Geschwindigkeiten hier, das ist aber schon irgendwie lustig gemacht. So. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. So. Weiter geht's. Was war hier? Fahrbahnverengung? Ach so, ja. Geht ja noch hier. Möchte auch jemand mit? Ja. Guten Tag. Weiter geht's. Auch schön finde ich jetzt die dynamischen Hilfspfeile hier wieder. Kommen im Moment wieder auf. Finde ich besser, als immer dann zu gucken, wo man jetzt hin muss. Machen jetzt einige Maps, habe ich das schon wieder gesehen. Bis 30 war ja klar, aber am Low. Hier möchte niemand mit, auch niemand raus, okay. Ist ja gut, ich fahre genau 30. Leute, ich durfte hier so schnell rumfahren. Nächste Haltestelle, Hallbeck, Dorfplatz. Boah, das war eine Hustattacke gerade. Zum Glück hatte ich mich gemutet. Ich glaube, das hätte nicht so schön. Hätte sich nicht so schön angehört. So, einmal hier rein. 30er-Zone, alles klar. Hallbeck Dorfplatz. Zweieinhalb Minuten. Das ist jetzt schon einiges. Wo, wenn ich auch nicht weiß, woher. Auch wenn ich nicht weiß, woher. Und warum will keiner einen Fahrschein kaufen? Rätselhaft. Da kommt niemand. Da kommt auch niemand. Boah, fährt der Scheiße. Ja. Okay, da war halt eine scharfe Kurve, Leute, ne? Nächste Haltestelle.
So. Auch vom Fahrverhältnis merke ich, dass der sich absolut genauso verhält wie der Facelift. Hallo. Hallo. So, einmal hier links. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier für eine Geschwindigkeit ist. War einfach mal 60. Wolf. Hier ist 30. Gegenverkehr abwarten, böse Kurve. Alles klar, das merke ich mir. Kommt da jemand? Ja. Dann komm. Ja. So geht das. Schöne Oberlandstrecke, muss ich wirklich sagen. Und auch der Bus ist eigentlich ziemlich gut für Überland geeignet. Ich weiß gar nicht, was NF jetzt bedeutet. Muss ich mich mal drüber informieren. Weil er heißt ja S415NF. Weil der bei den anderen Cetras, zum Beispiel S315UL, könnte ich mir vorstellen, dass es UL Überland und lang bedeutet. Weil der 315 ist ja ein 15-Meter-Bus. Und halt ein Überlandbus. Hier ist 30 wieder. Aber NF hätte ich jetzt... Vielleicht F für Facelift? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. So, einmal rechts. Toller Weg. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir hier dabei waren jetzt. Aber auf jeden Fall sind hier jetzt auch andere LKWs dabei, so wie ich das sehe. Andere KI-LKWs. Hier ist nochmal rot. Nächste Haltestelle, Ambach-Stadtwall. Ambach-Stadtwall. Können wir jetzt mal direkt gucken, wie das geeignet ist. Das ist nämlich nicht geeignet, habe ich mir schon fast gedacht. Das ist bei dem Facelift nämlich auch nicht. Ambach-Stadtwald. Dann kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haltestellen noch. Alles klar. Ja, kommt ungefähr hin. Von der Fahrzeit her. Obwohl wir schon 3 Minuten zu spät sind. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich Krefrath mal weiterfahren soll. Weil es gibt auch noch 838 weiß ich jetzt spontan, 847, 849 weiß ich, 950 gibt es noch. Aber da gibt es noch einige neue Linien, auch die Nachtlinien, die sind auch ziemlich interessant, wie ich ja eben schon erwähnt habe. Da hätte ich also nochmal einiges zu fahren, das interessant wäre. Ich würde es gerne weiterfahren. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Langsam fängt es jetzt wieder an, ein paar Macken zu machen, das Spiel, aber ich hoffe mal, das hält bis Ambach Mitte. Oh, hier ist eine Überhilfsbrücke, so wie es aussieht. Auf jeden Fall 30 und Baustelle. Ja. Fahr, fahr, fahr. Ich meine, die Gelbphase wäre was lang gewesen gerade, oder? Oh, das ist aber wirklich sehr eng hier, muss ich ehrlich sagen.
Hier ist wieder 50. Obwohl ich hier wieder auf 30 lieber abbremse, als dann hier aus der Kurve zu fliegen. Genau wie der PKW vor mir auch. So, ich habe gedacht, der wollte jetzt auch an der Bushaltestelle anhalten. Aber nein, wollte er nicht. Hat er Glück gehabt. Der hat nur schon Blinker schon angemacht für da vorne. Hallo. So, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh, jetzt fahren die alle durch mich durch. Das ist ja auch geil. Dann habe ich anscheinend die Kollision doch aus. Weiter geht's. Auch einmal rechts rum. Oh, oh, das ist gut, der kann noch bremsen. So. Ihr merkt, ich habe schon länger keinen Omsi mehr gefahren. Ich bin jetzt eher ETS gefahren mit dem neuen Scania. Der gefällt mir nämlich ziemlich gut. Obwohl ich mir Italien noch nicht geholt habe, das Head-On. Das eigentlich auch holen wollte, aber bin ich noch nicht zugekommen. So. Weiter geht's. Oh, wir kommen wieder ran. Wir kommen wieder an die pünktliche Uhrzeit ran. Vorne wieder einmal rechts. So, weiter geht's. Stadt Mittemarkt. Oh, hier wollen noch mal einige mit. Ach du Kacke. Das ist ja mal interessant. Hallo. So, kurz vor der Endhaltestelle. Einen Einzelfahrschein, oh, bitte. Hier möchte jemand was kaufen. Das ist auch interessant. Einmal Einzelfahrschein. Fahrschein normal, ne? Ticket drucken. Ah, wie viel hat der jetzt gekostet? 3 Euro. 3 Mark. Alles klar. Danke. Bitteschön. Hier ist eine Eurokasse, aber langsam habe ich mich daran gewöhnt, die auch zu bedienen. So. Achtung. Böse Kurve, Verkehr abwarten. Muss ich gucken, kommt da jemand? Ja. Dann fahr. Bin ich nämlich dran. So. Ich glaube, hier ist aber 30er-Zone, oder? Sollte. Keinen einzigen Kollegen jetzt heute gesehen. Aber finde ich auch nicht für schlimm. So, hier ist 30er-Zone wieder zu Ende. Das finde ich gut. Muss ich jetzt rum? Links rum? Ja. Schöne Linienführung. Nee, die Linie bin ich doch noch nicht gefahren. Wo ich gerade mal... Oder nie in die andere Richtung. Auf jeden Fall bin ich... Diese Linienführung noch nicht gefahren. Kann ich mich nicht dran erinnern. Naja, egal. Hallo. Oder wollte noch jemand aussteigen? Na, ist mir jetzt egal. So. Ambach Mitte, da wären wir dann auch schon wieder an der Stelle. Oh, hier ist aber noch rot.
Wird gerade grün. Finde ich gut. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Es gibt auch Linien, da kommst du von rechts. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welche das sind. Das könnte die 849 sein. Weil die führt nämlich auch... Ne, die führt über Angerradbahnhof. Die führt auch über Angerradbahnhof. Stehen C2 hier. KI fährt hier C2 rum. C2G und für die Suchunternehmer fährt Solaris rum. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das selbst gemacht habe oder selbst eingestellt habe in der AI-Liste, KI-Liste. Oder ob das von Anfang an so vorgegeben war. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Hier waren wir zu früh. Ich habe gedacht, wir waren zu spät. Ach so, ja gut, dann geht das ja noch. Dann war ja alles noch im grünen Bereich. Aber der Bus war schon rappelvoll, wenn ich das gerade so sehe. Naja, Motor abstellen. Tür zu. Blinker aus. Automatisches Kneeling aus. Licht aus. Licht aus. So, jetzt sollte auch draußen alles gecancelt sein. Betriebsfahrt steht drin, ist okay. So, dann würde ich sagen, falls euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Und abonnieren wär natürlich auch nicht schlecht. Kommentar drunter lassen, ob ihr das Video gut fandet oder was ich besser machen kann. Einfach immer konstruktive Kritik. Gerne. Bin ich immer für offen und habe auch nichts gegen. So, da war es das von dieser Folge. Ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.